Katharina von Bora. Katharina von Bora wurde 1499, vor über 500 Jahren, geboren. Ihre Eltern waren zwar adelig, aber arm. Mit 5 Jahren wurde sie in ein Kloster gesteckt, um lesen und schreiben zu lernen. Das war damals weit verbreitet. Im Alter von 16 Jahren wurde sie Nonne. Nachdem sie von Luthers Ideen gehört hatte, der das Klosterleben kritisierte, plante sie ihre Flucht aus dem Kloster, was damals sehr gefährlich war. 1523 verließ sie der Legende nach mit 11 anderen Nonnen, versteckt in Heringsfässern, auf einem Planwagen das Kloster in Richtung Wittenberg, wo sie Martin Luther traf. Hier wollte Katharina den Hieronymus Baumgartner heiraten, was seine Eltern aber verhinderten. Daraufhin wollte Luther sie mit Kaspar Glatz verheiraten, was sie aber selbst ablehnte. Und nachdem Luther von einer Frau namens Ave Schönfeld einen Korb erhielt, heiratete er Katharina. Puh. Am 13. Juni 1525 wurden sie von Johannes Bugenhagen in Wittenberg getraut. Ein Priester und eine entlaufene Nonne. Welch ein Skandal! Luther und Katharina richteten sich im ehemaligen Augustinerkloster, dem Schwarzen Kloster, ein. Sie beherbergten dort zahlreiche Verwandte, Studenten, Lehrer und auch Flüchtlinge. Die gesamte Organisation des Lebens dort lag in Katharinas Händen. Um die ganzen Menschen zu verpflegen, bestellte sie die Ländereien mit Gemüse, betrieb Viehzucht und braute Bier. Was nicht nur Martin Luther zugute kam. Während die Pest in Wittenberg wütete und zahlreiche Todesopfer forderte, kümmerte sich Katharina auch um die Sterbenskranken. Katharina von Bora und Martin Luther bekamen 6 Kinder. Die Rolle der Frau war leider auch bei den Reformatoren beschränkt auf Haus, Hof und Kinder. Betrachtet man den Umfang dieser Aufgaben, wird allerdings schnell klar, was manche Frauen leisteten. Der Mann galt weiterhin uneingeschränkt als Familienoberhaupt, dem sich die Frau zumindest öffentlich unterzuordnen hatte. Es gab jedoch auch Neuerungen, wie zum Beispiel die Volksschulen, die auch von Mädchen besucht werden durften. Katharina von Bora war durch ihre klösterliche Ausbildung sehr gebildet. Obwohl Martin Luther von ihr verlangte, dass sie sich nach außen unterordnen musste, fand er in ihr eine Partnerin auf Augenhöhe, die seine reformatorischen Ideen unterstützte. Luthers Wertschätzung kann man in den Briefen erkennen, die er ihr während seiner vielen Reisen schrieb. Einige seiner Anreden lauteten: Lieber Herr Käth, oder meinem freundlichen, lieben Herrn Katharina, Lutherin, Doktorin, Predigerin zu Wittenberg. Nach dem Tode Luthers 1546 kämpfte Katharina um ihre Unabhängigkeit. Luther hatte sie als Alleinerbin eingesetzt, was zu dieser Zeit nicht üblich war. Sie konnte das Schwarze Kloster weiterführen, geriet jedoch immer wieder im Laufe der Jahre in finanzielle Not. Nachdem die Pest wieder zu wüten begonnen hatte, musste sie Wittenberg 1552 verlassen. Katharina von Bora flüchtete nach Torgau. Auf dem Weg dorthin hatte sie einen Kutschenunfall. Im Dezember 1552 starb Katharina von Bora. Sie wurde 53 Jahre alt.